Also, herzlich willkommen in der Waldhütter Altbüren. Es ist wunderbar, sind so viele Leute gekommen. Wir sind wirklich überrascht gewesen, Irin, Esther und Carmen, wie viele Leute sich angemeldet haben. Es sind nur ein paar wenige nicht da. Das ist vom Stamm Zemp zum Beispiel, wo der Markus da ist, weil der Aris, der macht heute Marathon Light in Sarnen als Vorbereitung, weil der geht dann Anfang Oktober an Chicago Marathon. Und die anderen zwei, Doris und Thomas, sind in der Ferien, auch wie andere noch, die nicht da sind. Und sonst sind wir eigentlich recht vollzählig. Das ist wirklich wunderbar. Ich begrüße ganz herzlich den Ferdi Bernet, den noch nicht alle kennen. Also die meisten sicher schon. Aber jetzt der Matthias zum Beispiel, er war der Gemeindepräsident von Altbüren und weiss ganz viele Geschichten von der Schaller-Familie, von früher auch noch, wie das so der Werdegang, wie das so gegangen ist alles. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, würde ich nicht einen Bruch machen und am Nachmittag noch mal etwas erzählen oder Bilder zeigen. Sondern wir machen das gerade zusammen. Dass ich zuerst ein paar Bilder zeigen und dann im Ferdi das Wort übergeben. Und dass wir dann nachher sicher auch Hunger haben und können dann noch essen. Dass wir etwa noch 12 so fertig werden und dann zusammen. Ja? Also. Fange ich mal schnell an. Mit einem Bild. Ja, aber eben der Matthias kann es dann eben nicht gut filmen. Ja, das ist gut so. Das geht auch. Oder? Ja. Ja, ja. Okay. Also, wie ihr hier seht, das ist Schallerwappen. Das bedeutet die drei Berge und die drei Schellen. Und es gibt ja verschiedene Schallerstämme. Es gibt ja im Freiburgischen und im Wallisau und im Bündnerland. Und man sieht es auch noch hier hinten, hat mir vorhin jemand gesagt, das Schallerwappen von den Korporationsbürgern von Altbüren, wo wir auch dabei sind. Und was bedeutet überhaupt Schaller? Und Schaller habe ich mal recherchiert und da habe ich gefunden im Radio eine kleine Sequenz, geht etwa 1 Minute 40, wo die über die Familiennamen etwas geschrieben haben und gesagt haben. Und der Gianluca würde das für mich schnell runter los, geht kurz. Da müssen wir schnell ruhig sein und hören, was die über Schaller erzählen. Ganz viele Orte. Schwerpunktmäßig ist Schaller aber eher ein Name aus der westlichen Deutschschweiz mit einem Verbreitungsschwerpunkt zwischen Luzern und Fribourg, aber auch in und um Zürich, im Jura, im Wallis und in Graubünden gibt es viele Leute, die Schaller heissen. Und all die Schaller gehen auf den gleichen Namensursprung zurück, oder wie ist das? Nein, das ziemlich sicher nicht. Die Bündner Schaller, die heissen nämlich Schaller nach einer ehemaligen Walsersiedlung Schall bei Almensing in Dornlesch, das ist ein Maiesess, heute noch östlich vom Dorf. Und die Walliser Schaller, die gehen wahrscheinlich zurück auf den Wieler Schalli, das ist ein grösseres Gebiet in der Gemeinde Randa. Ja, und die anderen Schaller, zum Beispiel die aus Rhönewil? Alle anderen Schaller, die sind ziemlich sicher zurückzuführen auf das mittelhochdeutsche Wort Schallere, das bedeutet Schaller oder Schwätzer. Das Wort gibt es auch in älteren und ältesten Schweizerdeutschen. Zum ersten Mal bereit ist es im sogenannten Marienleben von einem gewissen Walter von Rheinau. Das ist ein Mariengedicht, das über 16'000 Vers lang ist, aus dem späten 13. Jahrhundert. Und da heisst es über Jesus an einer Stelle, er sei nicht ein Schallere, noch langsamer Mähre. Das heisst, er sei weder ein Schwätzer noch sehr träg gewesen beim Erzählen. Das war im späten 13. Jahrhundert. Dann gibt es das Wort Schaller noch ungefähr bis ins 15. Jahrhundert und dann verschwindet es aus dem Wortschatz. Das heisst, der Name selber muss auch entsprechend ziemlich alt sein? Genau, er ist mindestens 500 bis 600 Jahre alt. Und das hat die Westschweizer Träger vom Namen Schaller auch sein Gutes. Das Namenmotiv ist ja eigentlich nicht so schmeichelhaft. Man kann dann also immer sagen, es ist schon sehr, sehr lange her, wo der erste Namenträger so ein Grossmaul war. Das war schon. Also wie ihr gehört, Schaller eben nicht so schmeichelhaft, sondern eine grosse Schnauze. Was ich mal gehört habe, ist auch, dass von Frankreich her und Schaller auch eingewandert sind, wo der Napoleon einmal auf Moskau ist und dann haben eben Schallers gefunden, gang du selber, wir bleiben da. Darum hat es auch noch viel beim Freiburgischen bis ins Luzernische. Es ist genau die Route, wo es gegangen sind, bis auf Moskau. Und dann... jetzt habe ich gerade den Vater verloren.
Und dann hat man dort, habe ich auch noch erfahren, dass die Schaller auch noch Marktrüfer waren auf diesen Märkten, die es ja früher gegeben hat, dass die dann das ausgerüft haben und von dem her auch noch eine Namensbedeutung ist. Jetzt zeige ich hier noch ein paar Fotos, die ich noch gefunden habe. Wie zum Beispiel das hier, das Klösterli in Fischbach. Die Idee war schon mal von uns auch, dass wir am 9 Uhr morgens vor den Sternen wären, das Geburtshaus der Schallers anschauen. Aber leider steht das Haus inzwischen auch nicht mehr. Es steht auch ein Neubau gebaut worden. Und so haben wir dann das los eingelassen. Dann als nächstes habe ich hier noch ein altes Foto gefunden von der Platte. Da kennen sicher noch die meisten, oder? Vom Daddy und vom Mutis aus. Da habe ich noch eine andere zwei. Und das Mutti hat ja immer wunderbare, schöne Blumen gehabt von draussen. Und da sehen wir auch noch den Engelstock vom Daddy, oder? Das Bild sehe ich heute immer noch so. Und hier oben haben wir ja dann noch geschlafen in der Ferien, die wir haben bekommen. Wo unser Vater auch noch ist, haben wir gesagt, am Falkbüren. Ja, dort hinten der Marta oder irgendjemand. Ja. Genau. Und ich mag mich noch gut erinnern, wo wir so im Winter, wo wir dort übernachtet haben, da haben wir noch Friesensteinsäcke bekommen vom Ofen für Ofen. Und diese Blumen, die sind sogar innen an den Fenstern. Ja. Da hat man dann wirklich noch gesehen, sie sind so kalt gewesen. Und die Decken sind so gewesen, wir sind noch. Also wir schlafen gewesen. Wir haben die Blüten in der Welt zum Blitz. Und wenn wir dann nicht müssen, mal aufs WC sind, sind wir begleitet worden, oder? Von Mutti oder von wem immer denn. Und für die Jungen, die das vielleicht nicht mehr so kennen, früher hat es kein WC drinnen gegeben. Früher war das WC da draußen. Ja, ja. Ja, und da war hier das Güllenloch und da ist gerade direkt alles. Und da sehen wir noch die Tante Marie in der Oppo. Sie ist ja immer Oppo gefahren, oder? Von Kadett und Rekko. Da ist noch von Meier in der Citroën. Und da hinten, glaube ich, von Manni noch der Käfer, oder? Das VW Käfer. Da habe ich noch eins, wie sie so hinten dran ausgesehen hat. Es ist einfach alles ein bisschen schräg und ein bisschen noch echt gewesen, sage ich jetzt einmal. Und ein Traktor ist ja da hinten noch gestanden, die Hürli mal. Genau. Da haben wir auch viele Sachen erlebt. Ei. Da haben wir schon mal einen Querschläger im Fernparken. Da mag ich mich noch erinnern. So. Da habe ich das erste Familienfoto. Da sehen wir das Mutti und der Daddy, oder? Und hier ist der Meinrad Schaller, der Franz Schaller, der Älteste, die Marie, die Anni und unser Vater, der Sepp, der Friedu. Und da wird der Juli sein. Ja. Und ich glaube, da ist Alice und das ist Streit. Ich glaube so, oder stimmt das so? Ja. Da bin ich nicht ganz sicher gewesen, bei der Alice und dem Streit. Das stimmt schon. Und ich glaube, das Foto ist auch aufgenommen worden auf dem Baumgarten. So, und dann haben wir natürlich die Schallerseite, dann haben wir hier die Bettungsseite von Mutti. Also das war unsere Grossmutter hier. Und hier die Eltern. Und da gibt es eigentlich noch tragische Geschichten dazu, aber die lasse ich jetzt auch sein. Wegen der Kind. Und dann der Fizu müsste da auch noch dabei gewesen sein. Entweder war er das hier oder das hier. Ich bin eben nicht ganz sicher. Vielleicht kann hier der Ferdi dann uns noch etwas erzählen dazu. Der Fizu, ja. Der Fizu, hä? Ja. Da ist unser Grossvater, Alfred Schaller. Und wie ihr seht, oder, hat der Charme einfach auf dem Gesicht. Oder? Das Lächeln. Einfach in Ausrufen. Und das Ross ist einfach auch gewaltig. Entweder ist das Ross so groß, oder dann habe ich mir noch Gedanken gemacht. Ich habe Daddy natürlich nicht so gross kennengelernt. Sie sind ja 78 gestorben, 79, nein 78, ganz groß. Mutti ist das ist groß, das ist ein Altblüter.
Kurs. Und da, kurz. An der Aushebung war er 1,60 m. 1,60 m an der Aushebung? Ah ja. Und das ist ein wunderbares Foto von Mutti. Also mit dem Velo, mit dieser Anlegung, das war ja sicher sehr selten, was ich so anlegen. Oder dann ist es auf die Bühne gestellt, dass man vorher. Der Hintergrund ist gemacht. Aber es ist auch wunderbar, und dann haben wir eine Collage hinten dran. Jetzt hat man auch mal eingestellt, dass man etwas präsentiert. Und dann haben wir hier, das war glaube ich das goldige Hochzeit von Daddy und von Mutti. Und da sehen wir einfach eure Väter und Mütter noch hinten dran. Und einfach die Anlegung, das ist einfach so elegant, oder wie die früher sich noch. Ja, also ich kann hier noch mal. Das ist ja. Das ist ein Gut, dann haben wir hier das Nächste. Das ist für mich auch so ein Jugendbild, Mutti, der etwas ausleert oder etwas auswäscht. Und da hinten war ja noch der Keller, der Salzsteiger, der Keller. Und auch in den Blumen, immer ihre Granium überall. Was dann auch unser Vater auch übernommen hat. Er hat alle Jahre Granium gemacht. Das ist ja auch ein Heimat. So. Da ist Mutti rein, was sie gerade geschaut hat. Und wenn wir hier am Schikellen sind, da hinten, da machen wir auch noch gut erinnern. Das sind immer die schwarzen Spinnen. Die grossen Eier, so weisse, grosse Eier hat es an der Decke oben gehabt. Das ist wirklich Natur. Sandstein, da existiert es nicht mehr. Das ist nicht mehr Dann, jetzt wird es spannend. Cousin und Cousinen und ich wäre jetzt das hier zum Beispiel. Der Kleinste. Nein, jetzt bin ich noch nicht. Ah, doch, das bin ich da. Und wer ist jetzt das Mami? Ah, du bist schon vom Toni Gärtner. Ja, das ist nicht gut. Und da ist das Hedli. Dann haben wir Doris, die dann auch noch kommt, oder? Und da, das ist halt Andrea, oder? Ja, das kann sein. Ja, das ist Andrea, das ist Steffi. Du bist nicht so viel gross. Dann haben wir hier den Markus. Ja. Aber ich bin auf der Arme von ihm. Da ist der Roger noch. Und der Aris. Der Erwin. Esther. Die Ruth, die leider auch nicht da ist heute. Die sind, glaube ich, heute von der Ferien gekommen. Silvia, Irene. Und der Rolf. Der Meinrad. Und hier ist noch der Haus in der roten Bühne. Hinter der Uhr, wer ist das? Das ist doch Doris. Sieht Doris? Sieht hinter der Uhr gerade links noch? Da. Doris ist gestern. Da. Doris vermutlich. Und Doris. Und der Haus hat sich abgemeldet. Der ist ein Jäger und Förster. Und der hat geschrieben, dass jetzt heute seine Jagd losgeht. Der ist unterwegs. Der Chef immer am Schiessen. Ja, Steffi. Die hat mich auf den Armen, Mann. Gut. Und dann habe ich hier ein Foto von einem Schallerfest gefunden. Ja, ja. Das war zu Meldschnell. Das war 1997. Ja, die haben wir schon. Ja, die haben wir schon. Da sehen wir eben gerade Andrea, die hier redet.
Silvia, der Oswin, Meinrad, oder? Monika, Ruttel, Esther, Stefan, der Thomas, der Felix, der Rolf, Martha, oder? Da der Erwin, die Anne-Marie, der Hausi und ich, wir zwei ja nicht. 31. Mai 1998. 98? Ja. Wunderbar, danke für die Mit den Listen, was wir auf alles hatten. Ja. Wunderbar. Da der Markus, Staris, Doris. Martha und da der René. Genau. Ja, wir können gerade unterbrechen. Und da ist die nächste Generation. Oder Irene zum Beispiel, Tochter Anja. Dann haben wir noch Carmen, Aris. Und da ist der Patrick, oder? Und Sandro. Ja. Und da ist der Pascal da. Ja, das ist ein Tennis. Wo ist Kim? Ich bin noch nicht auf der Welt. Ich weiß ganz sicher, ob sie auf der Welt ist. Ich weiß es nicht. Gut. Ich hätte noch ein Foto zeigen, da könnt ihr jetzt noch stundenlang weitermachen. Und es haben sicher noch viele andere in der Ferie, die haben auch noch Punkte mitgenommen. Und er nachher aufleitet und dann kann man das auch noch ein bisschen anschauen. Und dann wäre ich so mit dieser Präsentation einmal fertig. Und würde nachher gerne im Ferdi das Wort übergeben. Ja. Wenn das für dich gut ist. Ja. Wir haben schon 2 Minuten Pause, aber das alles in den Reihenfolgen da sind. Also, prima. Danke vielmals.